Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen. So, jetzt stimmt das auch mit dem Licht. Herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Jawohl, ich habe in den letzten Wochen und Monaten, beziehungsweise Wochen besser gesagt, besser Monate ist zu übertrieben, in den letzten Wochen ein bisschen mit diesem Gerät da hinten gearbeitet, beziehungsweise ein bisschen rumprobiert. Und ich dachte mir einfach mal, ich hatte die Leute von Lenovo angeschrieben gehabt, ja, den guten Tobi von Lenovo, mit dem habe ich geschnackt gehabt via E-Mail und habe gefragt, hier, wie sieht's denn aus? Ich hätte gern so ein, ja, so ein Zweit-PC, einfach einen Arbeitsrechner, der nebenbei vielleicht noch ein paar Tätigkeiten übernimmt, während der andere PC eben zum Aufnehmen und zum Zocken halt eben gut ist. Normalerweise sollte das Ding da hinten jetzt auch als Aufnahme-PC genutzt werden. Leider habe ich das noch nicht so richtig gut hinbekommen, dass das mit OBS und allem so relativ problemfrei funktioniert. Da bin ich noch ein bisschen dran. Auch als Streaming-PC vielleicht zu nutzen. Wenn man da mal ein Setup hat, kann man da ja einfach jeden beliebigen PC einfach immer dazwischen klemmen. Das ist ja gar kein Problem. Aber da bin ich momentan noch so ein bisschen am Rumprobieren. Wie gesagt, das Ding da hinten ist ein reiner Arbeitscomputer. Schrägstrich irgendwann vielleicht auch mal Streaming-Aufnahme-PC. Und das Ding möchte ich euch heute in diesem Video ein bisschen genauer vorstellen. Was steckt in diesem Teil da hinten drin und so weiter und so fort. Es wird außerdem noch ein Benchmark-Video geben, das gibt es dann aber separat. Das nehme ich jetzt nicht hier mit rein, das wäre, glaube ich, dann ein bisschen zu viel. Wir kümmern uns jetzt heute erstmal rundherum, was ist das für ein Ding überhaupt? Ja, und dafür nehme ich dann gleich die Kamera. Bevor es losgeht, kriegt ihr nochmal ein kleines Factsheet, was in diesem PC genau drin ist. Wir haben hier, ich lese das jetzt ab, weil das kann ich mir gar nicht alles merken, in diesem kleinen Gerät da hinten verbaut. Das ist ein Gaming Cube. Das Ding heißt, warte mal, Moment, das ist eine genaue Bezeichnung, kann ich euch natürlich geben. Tobi ist wieder 1A vorbereitet. Das ist der Legion Y710 Gaming Cube. Also Y710 Gaming Cube von Lenovo. Wie gesagt, in einer kleinen modifizierten Variante. Wir haben hier als Prozessor den Intel Core i7-6700 mit 3,4 GHz pro Kern, nicht übertaktet. Wir haben 16 GB Arbeitsspeicher hier drin verbaut, wobei in dem Punkt, da haben wir ihn ein bisschen modifiziert. Das Ding da hinten hat jetzt genau 24 GB, einmal 8 und einmal 16. Dann haben wir eine 2 TB Festplatte mit 7200 Umdrehungen die Minute eingebaut, SATA 3 natürlich. Eine SSD mit 256 GB, eine ebenfalls SATA 3 Festplatte bzw. eine SATA 3 SSD. Wir haben natürlich, klar, WLAN ist mit dabei, dann haben wir USB-Anschlüsse natürlich, USB 3.0, ein 450 Watt Netzteil, Windows 10 war mit dabei. Dann haben wir einen, natürlich klar, ein CPU-Kühler ist auch mit dabei mit 65 Watt. Dann eine Maus und ein Keyboard, die habe ich jetzt allerdings nicht ausgepackt, weil da hatte ich was Eigenes noch gehabt. Da muss man ja nicht unnötig verschleißen. Dann haben wir hier eine Nvidia GTX, und das ist das Kernstück des ganzen GTX 1080 mit 8 GB Videospeicher und 256 Bit. Mit HDMI-Anschluss, mit VGA-Anschluss und so weiter und so fort. Also alles, was das Herz begehrt. Ja? Jetzt haben wir aber genug geschnackt. Ich würde sagen, ich drehe mal die Kamera um oder nehme euch einfach mal mit und dann gucken wir einfach mal, was das gute Stück so drauf hat. Ne? So, liebe Freunde, da habe ich mal kurzerhand auf die Legria geswitcht. Warum, wieso, weshalb, ist ganz einfach, weil wir da einen größeren Winkel einfach haben, wo wir jetzt sozusagen das ganze Ding mal ein bisschen beschatten können. Ich werde euch aber auch noch tatsächlich Nahaufnahmen mit der Lumix auf jeden Fall noch machen und die beide ich dann hier einfach irgendwie so ein bisschen mit einbauen, während ich hier quasi jetzt so ein bisschen am Rumschnacken bin. Das ist das Gehäuse, größer ist es nicht. Ich lege mal meine Hand einfach auf und meine Hand, ihr wisst, die ist ziemlich gigantös, ja. Und ihr seht, das Ding ist verdammt, verdammt kompakt. Das ist so ein bisschen Barebound-System, aber halt ein bisschen größer und vor allem auch ein bisschen hübscher, muss ich tatsächlich sagen. Hier, wie gesagt, hier seitlich und hier oben haben wir Abluftschächte. Das heißt, hier oben und hier seitlich wird eben die warme Luft rausgepustet, während sie hier vorne dann auch durch das Gehäuse, durch einen Lüfter eingezogen wird. Ich muss sagen, das Ganze erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an das Alienware-Aussehen, muss ich ja mal ganz klar sagen. Sieht auf jeden Fall richtig hübsch aus von der Seite. Dann haben wir hier oben, das ist auch ziemlich cool, zum Mitnehmen ganz easy so einen Tragegriff. Ich stelle den jetzt gerade mal so hin, dass ihr den nochmal von vorne sehen könnt. Ich habe auch hier ein bisschen für Licht gesorgt. Guck mal, dass wir da auch ein bisschen was sehen können. Hier, ja, da so sieht das gute Stück aus. Pam. Also sieht schon auf jeden Fall ziemlich nice aus, muss ich tatsächlich sagen. Ich mache euch das Ding natürlich auch gleich mal an, weil hier vorne haben wir nämlich noch so eine rote Leuchte, die tatsächlich leuchtet. Ha, wer hätte es gedacht von einer Leuchte. Dann kommen wir hier oben zu den Anschlüssen. Da oben haben wir zum einen einen SS-Port, ja, beziehungsweise einen SSD-Anschluss.
Ein SSD-Anschluss, was labert der Junge? Ein SS-Anschluss, mein Gott. Der ist, um euer Handy aufzuladen. Da ist eine extra Batterie mit dabei. Das Ding wird extra mit Strom versorgt vom Netzteil über das Motherboard, damit man hier Handy, Tablet und Co. aufladen kann. Also vorbei sind die Zeiten, wo man sagt, lieber vorne an den Computer nichts anschließen, was nicht ohne extra Netzteil sozusagen funktioniert, weil dadurch kann es eben zu einem Kurzschluss kommen. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Dann haben wir hier natürlich Kopfhörerausgang, ja, und Mikrofonausgang. Ja, hier ist rein das Soundausgabe, beziehungsweise das Mikrofon muss ja dann ein Eingang sein, oder? Ach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall kommt hier Kopfhörer rein. Hier muss ich sagen, das Ding ist, also zumindest mit diesem Mikrofon, mit dem Headset, was ich habe, knarzt es ein bisschen hier vorne. Aber das ist nicht weiter schlimm. Da stirbt auf keinen Fall jemand dran. Einfach hinten anschließen, dann passt das. Dann haben wir noch ein Mikrofon. Ja, ist natürlich auch mit dabei. Mikrofon ein- bzw. Ausgang. Und hier vorne noch einen ganz normalen USB-Port. Ja, da steckt momentan noch der Empfänger von meiner Wireless-Maus drin. Dann drehen wir das ganze Stück einfach mal um. Von der Seite hinten sieht es genauso aus, beziehungsweise seitlich halt eben sind eben auch nochmal Lüfter und Co. Und hier haben wir jetzt die verschiedenen Eingänge, die man halt eben in so einem Computer drin hat. Da leuchte ich auch gerne mal ein bisschen aus mit der Handykamera. Ihr seht, oben ist die Grafikkarte, das ist die, habe ich ja schon erwähnt, die GTX 1080. Da haben wir einmal einen ganz normalen DVI-Anschluss, dann haben wir drei, oh Gott, wie heißen die nochmal? Scheiße, sind das VGA-Anschlüsse? Ich weiß es jetzt gar nicht. Das sind diese speziellen anderen Anschlüsse hier mit diesem Kabel, mit diesem großen, was ihr da seht, mit diesem Noppel dran. Die kommen da rein. Dann haben wir, was haben wir da noch? Wir haben blau, grün, rosa, ne? Kennt man ja ganz normal. Rosa ist Mikrofon, grün ist ganz normal Headset. Dann haben wir noch, wo ist denn das noch alles? Ich kenne mich da ehrlich gesagt gar nicht aus. Einen optischen Soundausgang haben wir auf jeden Fall noch und jede Menge anderen Kram noch. Ist alles von der Onboard, vom Onboard-Mainboard sozusagen. Onboard-Mainboard. Oh Gott, auf jeden Fall alles vom Mainboard, wie man es kennt. Dann haben wir zwei normale USB-2-Anschlüsse. Wir haben zwei rote Anschlüsse, das sind dann USB-3-Anschlüsse. Ja, die sind auch ganz normal mit dabei. Dann haben wir hier hinten tatsächlich sogar noch eine Klappe vorne dran. Die muss ich mal abmachen, dass ihr das auch noch sehen könnt. Ja, wir wollen ja hier nichts irgendwie verleumden. Ja, das ist dann, warte, Moment, muss ich wieder umgreifen. So, das ist dann, geht das irgendwie? Kann ich das so? Das einigermaßen, dass ich das Licht da auch habe. Das hört sich gerade total fürchterlich wahrscheinlich für euch an. Ich glaube, es geht. Internet, ganz normal. LAN-Anschluss, da haben wir die USB-Anschlüsse. Hier haben wir noch ein Onboard-DVI, ein Onboard-VGA. Das ist VGA. Wie die Dinger hier heißen, weiß ich gar nicht mehr. Da unten noch einen ganz klassischen Maus- und Tastaturanschluss, wer es noch braucht. Ja. Und hier unten nochmal zwei USB 2.0 sowie hier noch einen HDMI-Anschluss von der Onboard-Grafikkarte. Ja. Und natürlich, ganz klar, das ist der Stromstecker, das müsste man aber eigentlich wissen. Dann haben wir natürlich hier noch ein bisschen Abluft, ja, ganz klar, braucht es ja auch. Hier haben wir einen Lüfter, ja, vom Netzteil, ganz easy, ganz peasy. Und ich würde sagen, wir schrauben das gute Stück einfach mal auf. Hier seitlich sind noch ein paar Informationen gegeben, ja, was ihr noch so wissen müsst einfach. Ja. Nichts Wichtiges, nichts Brauchbares, aber halt einfach nochmal die Informationen. Hier auch Windows haben wir hier, dann haben wir ein Intel-Logo. Und natürlich Dolby Digital Plus. Alles gesteuert vom Motherboard. Ich schraube das Ding einfach mal auf. Ja, das geht ganz easy. Ich sage oft easy, ne? Ist auch wirklich easy. Ist ganz einfach hier. Guck, einfach hier dieses Schräubchen aufdrehen. Man kennt sie ja. Da geht es jetzt natürlich nicht, ist klar. Da sagt man einmal easy, weißt du? Muss ich einen Schraubenzieher holen, ne? Verdammt. So, ich schiebe das Ding gerade mal wieder ein bisschen darüber. So, jetzt haben wir die andere Seite. Und jetzt kommt es zum interessanten Part, wie gesagt. So, wir klappen das einmal auf und dann... Da haben wir den ganzen interessanten Lachs drin. Ich muss erstmal gucken, dass ich das Ding hier nicht umschmeiße. So, jetzt, liebe Freunde, schauen wir da mal rein. Also, hier haben wir die Festplatten gehabt. Und ihr seht das, das ist so verdammt kompakt einfach. Das ist so krass. Ja, das ist einfach so fucking krass. Guckt euch das mal an. Das ist total easy peasy, alles klein, aber es funktioniert. Das Ding überhitzt nicht. Das Ding hat grandiose Temperaturen tatsächlich dafür, dass es einfach so ein kleines Ding ist. Es ist unfassbar. Es ist die Hälfte von einem normalen MIDI-Gehäuse tatsächlich. Von so einem ATX-Gehäuse ist es einfach die Hälfte. Und da drin haben wir, wie gesagt, hier ist der CPU-Lüfter. Ja, der klemmt da unten, seht ihr das, auf dem i7 drauf. Ganz normal, wie man es kennt. Unten drunter ist das normale Mainboard. Ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Mainboard das ist. Nee, weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Auf jeden Fall irgendein kleines. Also es ist auf jeden Fall kein ATX-Mainboard. Das ist ein extra MIDI-Mainboard. Dann haben wir hier oben, und das ist eigentlich das Größte da drin, normal, die ganz normale GeForce GTX 1080 mit 8 GB Arbeitsspeicher. Das ist keine Mobile-Variante oder irgendwie sowas, das ist die richtige GeForce GTX. Ja,
Nicht irgendwie eine Laptop-Variante oder eine kleinere Variante. Es ist genau das Ding, was man auch tatsächlich aus meinem normalen Gaming-PC kennt. Ja, haben wir hier auch ganz easy drin. Ja, und das ist dadurch, dass wir halt eben die Grafikkarte in diese Richtung eingebaut haben, bläst sie die warme Luft direkt aus dem Gehäuse raus. Ja, die Lüfter befinden sich hier oben in diesen Schlitzen und das geht dann hier oben aus dieser Leiste quasi komplett raus. Und dadurch haben wir hier drin eigentlich relativ wenig Hitzeentstehung. Ja, das Einzige, was eben Hitze macht, ist das Ding hier, ja, und das Netzteil unten dran. Das Netzteil ist aber quasi gesondert durch eine weitere Platine und dadurch wird das da auch reguliert und beziehungsweise direkt der Luftstrom dann nach draußen gepustet. Ja, also hier drin ist eigentlich im Grunde gar kein richtiger Luftstrom, dadurch, dass das ein relativ kompaktes Gehäuse ist. Das wird alles direkt rausgepustet. Hier an der Seite, hier hinten durch den CPU-Kühler, der bläst die Luft hier hinten ran und bläst sie hier hinten raus. Dann haben wir oben die Grafikkarte, die pustet oben raus und hinten das Netzteil, das hat einen eigenen Luftabsauger sozusagen, einen eigenen Luftschacht. Das heißt, hier drinnen im Gehäuse ist eigentlich so richtig gar kein wirklicher Luftstrom. Das Einzige, was wir noch haben, ist, wir haben hier vorne drin, ich weiß, das sieht man jetzt wahrscheinlich eher weniger, ich glaube, das wirst du auch mit Handylicht wahrscheinlich eher weniger erkennen. Naja, so ein bisschen kann man sehen. Da ist auf jeden Fall ein, ich lasse das mal hier gerade drauf, ne, geht nicht. Da ist auf jeden Fall noch ein Lüfter, ja. Der zieht ein bisschen frische Luft an, ja. Das Ganze kommt hier vorne rein, geht hier einmal durch und dann geht's, warte mal, jetzt ist mein Computer auch noch ausgegangen, da ist noch weniger Licht, das ist nicht gut. Der zieht die Luft an, die geht einmal hier komplett durch die komplette Peripherie, hier wieder rein, da durch und hier raus. Ja, also ein kleiner Luftstrom ist schon vorhanden, aber nicht wirklich viel. Also das ist jetzt nicht mit einem normalen ATX-Gehäuse zu vergleichen. Das ist ganz, ganz wenig Luftstrom. Ja? Und die Temperaturen, muss ich tatsächlich sagen, sind auch unter Volllast wirklich richtig, richtig gut. Ich sage ja, es wird die Tage auf jeden Fall noch ein Technikvideo dazu geben. Das wollte ich ja mit meinem Computer tatsächlich auch mal machen. Da machen wir mal so einen Vergleich, Benchmark, ja, diesen kleinen Minicomputer hier gegen meinen großen. Ich denke, es ist klar, welcher da wahrscheinlich die besseren Werte erzielen wird. Aber mich würde es einfach mal interessieren. Ja, so rein unabhängig, es hat überhaupt nichts mit Vergleich oder so einem richtigen Vergleich zu tun, sondern einfach mal so aus Interesse halber gucken, was da so bei rumkommt. Ja? So, dann haben wir hier drin natürlich noch den Arbeitsspeicher hier unten, ja, ist ja auch ganz klar, der ist auch natürlich auch vorhanden, einmal ein 8 GB Riegel, einmal ein 16 GB Riegel und halt eben hier die ganzen Kabel, die wirklich wunderbar verlegt sind, da kann auch nichts in irgendwelche Lüfter reinkommen, das ist alles wunderprächtig. Ja, also wirklich muss ich sagen, das ist ein sehr, sehr hübsches Gerät auf jeden Fall. Muss ich ja tatsächlich mal so sagen. Hier unten, ich weiß gar nicht, da ist auch noch so ein Knopf. Ich weiß jetzt nur nicht, für was der genau ist. Wahrscheinlich, um irgendwas aufzumachen. Ich lasse das jetzt mal lieber nicht, dass ich da noch irgendwas kaputt mache. So, liebe Freunde, ich baue das Ding gerade mal wieder zusammen. Dann schalten wir es mal kurz an, dass ihr vorne noch die Blende seht. Und dann gucken wir einfach mal, machen wir so eine kleine Mini-Review. So, liebe Freunde, ich habe es euch versprochen. Ich zeige euch das Ding auch noch in Aktion. Da hinten ist die Tastatur, die dazu gehört. Die habe ich jetzt hinten tatsächlich gerade mal nicht angeschlossen. Ich mache es jetzt einfach mal an. Und dann möchte ich euch noch eine kleine andere Geschichte zeigen. Die steht da drüben noch. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich wollte auch ein extra Video zu machen, aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie man einen Monitor reviewt. Wobei, warte mal, doch, ich glaube, ich zeige euch den jetzt gleich auf jeden Fall mal. Ich glaube, wir machen aber doch dann nochmal so ein Technikvideo. Einfach so ein... Ja, wie soll ich sagen, so ein Factsheet-Video. Ja, ich glaube, das ist vielleicht schon ganz gut. Wir machen das gute Stück hier jetzt einfach mal an. Ja. Einfach hier oben drücken und dann geht's los. Guck mal hier. Oder auch nicht. Warte mal. Man muss den Stecker auch schon reinmachen, ne? Das wäre vielleicht nicht schlecht. So. Einfach hier oben drücken und dann geht's los. Das sieht jetzt relativ orange aus hier in der Kamera. Es ist aber tatsächlich eigentlich rot. Ich weiß nicht, wie ich euch das jetzt am besten zeigen kann. Also wir haben hier einmal vorne so eine X-Leuchte sozusagen. Dann haben wir hier unten auch nochmal formschön die Leuchten, die sozusagen von unten nochmal ein bisschen rangehen. Also das sieht schon optisch gesehen richtig, richtig geil aus. Ja, das ist ein richtig fesches Teil. Wenn ihr mal guckt hier, wenn das Ding da so steht, ist schon ein hottes Teil. Ne? Und hier drüben, seht das jetzt ganz easy, geht auch direkt Windows an. Und das ist eben das Teil, was ich euch eigentlich noch zeigen wollte. Der gute Tobi hat mir gleich noch, weil er sich gedacht hat, hey komm, der könnte doch bestimmt auch noch einen Monitor gebrauchen, hat er mir auch gleich noch einen Curved-Monitor mitgeschickt. Ja, mit G-Sync, ja, ist alles mit vorhanden, hier alles inklusive. Na, magst du das wohl fokussieren? So, hier, mit G-Sync, alles mit vorhanden, das Ding ist curved. Ich weiß nicht, ob ich das, kann man das zeigen, wenn ich das so mache? Ja doch, sieht man so ein bisschen auf jeden Fall. Und die halt eben so ein bisschen als Zweitmonitor hier sozusagen. Macht sich ganz gut da hinten in der Ecke, ist tatsächlich höhenverstellbar. Also das heißt, man kann auch einfach sagen, oh, der ist mir zu tief. Easy going, machst du halt einfach ein bisschen hoch. Ist dir das zu hoch? Naja,
machst ihn halt ein bisschen runter. Also ein richtig geiles Teil. In das Teil habe ich mich richtig verliebt. Und ich glaube, ich werde mir auch, das Ganze hier vorüber ist, werde ich mir, glaube ich, auch so einen Curved-Monitor tatsächlich kaufen, weil ich finde den richtig geil. Vielleicht kaufe ich mir auch gleich zwei, einen für hier, einen für da. Richtig, richtig hottes Stück auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. Das Bild ist auch wunderbar. Ja. Also das muss man ganz klar sagen. Ihr fragt euch wahrscheinlich jetzt sicherlich, warte mal, ich erkläre euch das gleich. Ich stelle die Kamera mal in Ruhe hin und dann machen wir das gleich unten nochmal. Ne? Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich sicherlich, wieso, wenn das alles vorbei ist. Was hat er damit gemeint? Ganz einfach. Wir haben einen Deal ausgemacht, sozusagen 10 Wochen oder bis zu 10 Wochen bleiben diese Geräte bei mir für Review-Zwecke, zur Testzwecke. Einfach um ein bisschen drum rumzuspielen, um eben den Zweck zu erfüllen als Zweit-PC oder als Arbeitsrechner. Dann mache ich das ganze Ding platt, ja, einmal komplett die Formatierung rübergehauen und schicke das Ganze zurück zu Lenovo. Und die Jungs von Lenovo schicken mir dann quasi das neueste Produkt aus ihrer Reihe, entweder Notebook oder so Gamecube oder Computer oder Bildschirme, whatever. Schicken mir die Jungs dann quasi wieder rüber, ja, und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Wieder mit Video und vielleicht auch mal ein Unboxing, wäre vielleicht auch mal ganz nice. Habe ich jetzt hier in dem Fall verpennt, aber ganz ehrlich, so viel zu unboxen gab es da nicht. Das Ding kam in einer richtig großen Verpackung, war eingepackt in Styropor und Papier und Folie, ja. Da kann man jetzt nicht so viel unboxen tatsächlich, deswegen dachte ich mir, ist vielleicht so ein Video hier cooler, wo man einfach ein bisschen die Innereien von dem Teil zeigt und einfach mal ein bisschen zeigt, was steckt eigentlich in dem Ding drin. Und wie gesagt, das ist ein Haufen Zeug, was da drin steckt. Es ist eine richtige kleine Gaming-Maschine und ich muss tatsächlich sagen, es wird, wie gesagt, nochmal ein Benchmark- und FPS-Video und sowas kommen. Das machen wir die Tage auf jeden Fall. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich war sehr überrascht, was für grandiose Zahlen man mit diesen kleinen Kollegen da hinten erzielen kann. Das ist richtig, richtig krass, hätte ich persönlich niemals gedacht. Aber im Grunde genommen, es ist ein i7 drin. Ja, es ist eine GTX, es ist ein i7 mit, warte mal, wie viel war es? 3,4 GHz, glaube ich. Ja, mit 3,4 GHz pro Kern ist enthalten. Und eine GTX 1080 mit 8 GB. Also ganz ehrlich, da muss einfach ein bisschen Power dahinter sein. Und die Wärmeentwicklung hat mich auch sehr überrascht, dass die wirklich relativ gering ist. Ja, auch nach 2-3 Stunden zocken, also wirklich richtig geil. Wir probieren das die Tage in diesem Benchmark-Video mit auf jeden Fall mit The Witcher mal aus. Und mit noch irgendeinem Spiel, vielleicht Tomb Raider oder sowas. Die sind immer ganz gut für solche Review-Zwecke. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal fürs Zuschauen, für dieses erste Check-Video. Ich weiß noch nicht, wie ich es nenne, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es eine größere Serie zu Lenovo oder allgemein zu Hardware-Videos in der nächsten Zeit geben. Einfach, weil sich hier ein bisschen was getan hat und ein bisschen was tut, was die Technik angeht. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt mir auf jeden Fall mal gerne eure Meinung in die Kommentare und checkt auch gerne mal den Link natürlich zu Lenovo ab. Ja, wenn ihr Bock habt, schaut da mal rein in die Gaming-Serie. Wenn ihr gerade dabei seid, euch einen neuen Computer zu kaufen oder Interesse habt, schaut auf jeden Fall mal bei den Jungs dabei. Sie sind auch offizieller Gamescom-Sponsor tatsächlich. Also wenn ihr auf der Gamescom in die Presseabteilung oder in die, wie nennt man das, da wo die ganzen Redakteure halt dann ihre News tippen, wo man auch was trinken kann und sowas für vollkommen überteuert, so 10 Euro pro kleine Cola. Ja, da ist tatsächlich auch, das sind alles solche Lenovo-Computer, solche Fixcomputer mit Bildschirmen und hinten dran alles eingebaut und so. Total krass. Also, die Jungs sind auf jeden Fall ziemlich gut. Ich verkaufe euch da, oder ich verkaufe euch ja nichts, aber bei mir auf dem Channel gibt es keine Scheiße. Das wisst ihr ja. Ne? Und könnt ihr ja gerne einfach mal reinschauen, wenn ihr wollt. Und ansonsten freut euch auf die nächsten Videos. Wird auf jeden Fall noch ziemlich cool. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bedanke mich nochmal ganz recht herzlich beim guten Tobi von Lenovo. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache, dass wir das hier hinbekommen haben zusammen. Und ich hoffe, wir werden das noch lange, lange Zeit machen. Ja. Ich hoffe es doch. Ich hoffe, die Leute freuen sich darüber. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns. Haut rein.